Hallo und willkommen bei Kurzgeschichte, den Videos, in denen es immer ganz kurz um Geschichte geht. Mein Name ist Raphael und heute bin ich in Villingen. Also früh morgens aufstehen, erst mit dem Fahrrad, dann mit dem Bus, dann nochmal ein Stück mit dem Zug, um schließlich hier zu sein. Villingen ist eine wunderschöne mittelalterliche Stadt. Noch besser ist eigentlich nur das Wetter, richtig Frühling geworden. Ich bin aber hier heute gar nicht wegen des Mittelalters, sondern ich bin heute etwa 1500 Jahre früher in der Zeit der Kelten. Nichtsdestotrotz wirklich coole Stadt. Es wird heute um Reenactment gehen, das heißt das Spielen von Geschichte. Und da hatte ich eigentlich lange Zeit sehr große Vorbehalte, weil gerade so ein Mittelalterspiel, das hat oft nichts mit Geschichte zu tun oder ist einfach nicht richtig historisch. Aber das macht durchaus Sinn, wenn man in Richtung praktische Archäologie schaut. Wenn wir aus historischer Perspektive die Kelten anschauen würden, dann wissen wir einfach nicht viel, weil es gibt gar nicht so viele historische Quellen, die uns da was aussagen können. Hier habe ich so ein Standardwerk zu Kelten, so als Einführung, und das ist ein historisches Werk. Der fängt damit an: Unser Wissen über die Kelten beziehen wir in erster Linie aus den griechischen und römischen Schriftstellern. Aber von denen haben wir einfach nicht so viel, dass wir da wirklich was über die Kultur erfahren können. Und deswegen sind eigentlich die entscheidenden Quellen archäologisch. Aber die sprechen nicht aus sich selbst heraus, sondern es gibt durchaus einige Dinge, die man erst dadurch wirklich erfahren kann, indem man sie ausprobiert. Und darum soll es heute gehen. Um noch ein zweites Buch zu zeigen, also das eine war jetzt ein Historiker. Das hier, das sind Archäologen, auch ein ganz tolles Buch. Wenn ihr euch dafür interessiert, siehst schon, ich soll mal mehr Literatur bringen. So, inzwischen bin ich Kelte und das auch schon den ganzen Tag. Es ist schon wieder später Nachmittag und ich bin in so einer ganz kleinen Keltensiedlung hier. Die Kelten, das ist, wenn man so möchte, eine Kulturgruppe in zentralen Nordeuropa des ersten vorchristlichen Jahrtausends, also etwa 2000 Jahre bis 2500-3000 Jahre her. Und wie gesagt, es gibt wenig, was wir historisch wissen können, aber sehr viel, was wir archäologisch finden können. Das Problem ist immer mit archäologischen Funden, wir können kleine Stücke finden, aber wir wissen dann oft noch nicht genau, was wir da haben, wie das verwendet wurde, und das braucht eine gewisse Interpretation, beziehungsweise man muss es selber ausprobieren. Was das heißt, zeige ich euch gleich mal. Also die eine Sache ist, dass man Stoffreste findet. Stoffreste erhalten sich natürlich auch nur, wenn es besonders trocken, beziehungsweise noch besser, wenn es besonders feucht war. Was man findet, sind kleine Gewichte, sind Reste eines Webstuhls, aber wie entsteht daraus ein Muster? Und das wollen wir uns mal anschauen. Also, ich habe quadratische Holzbrettchen mit vier Löchern in allen Ecken, und durch die ziehe ich Fäden durch. Das kann man in verschiedenen Farben machen. Hier sind es zwei helle und zwei dunkle Fäden. Wenn ich die Brettchen eine Vierteldrehung nach vorne drehe, dann bekomme ich ein neues Fach und entsprechend kommen andere Fäden nach oben und mein Muster bildet sich und verändert sich. Finden tut man, wenn man Glück hat, Brettchen aus Bein oder Leder. Man findet Tonspulen. Das Komplizierte beim Brettchenweben ist nicht das Vorwärtsdrehen und das Rückwärtsdrehen von Brettchen. Das Komplizierte ist, wie bildet man oder wie schreibt man die Muster auf, die man in Gräbern findet und die man dann nachweben möchte. Dem Holz hier, dann nach unten. So. Also man kann durch Weben ausprobieren, wie bestimmte Muster zustande kamen.
Ähnlich kann man das jetzt machen fürs Essen. Das heißt, man schaut an, welche Reste wurden irgendwo gefunden. Teilweise findet man Reste von Gebäck und kann dann tatsächlich überlegen, ja, das war dieses und jenes Getreide und das Nachbacken. Beziehungsweise man weiß ja auch dadurch, dass man Pollen analysiert, welche Gewächse in welcher Region wie viel vorkamen. Und was sich relativ gut erhält, sind natürlich Metallgegenstände. Und davon findet man viele und kann sie entsprechend rekonstruieren. Hier haben wir jetzt sogenannte Fibeln. Das ist eine Kombination aus Sicherheitsnadeln und Schmuck. Und wozu man die braucht, sieht man hier eigentlich am besten. Also ich brauche eine Fibel, um meinen Mantel zu schließen. Das ist ein Rechteckmantel, ein Stück Stoff, was mit dieser Sicherheitsnadel zugesteckt wird. Und hier sieht man jetzt die unterschiedlichsten Fibeln. Das sind also Fibeln, die gehen etwa über 600 Jahre. Das sind sogenannte Hörnchenfibeln. Das sind stilisierte Stiere. Und hier ist sogar, das sind sogar zweimal Hörner dran. Also eine besonders mächtige Fibel. Dann die Fibeln hier, die nennt man Schlangenfibeln. Die gibt es in Bronze. Das Goldene ist immer Bronze. Eine Mischung aus Kupfer und aus Zinn. Und Eisen. Eisen, das war hier im deutschen Gebiet besonders beliebt, denn hier wurde Eisen abgebaut und geschmiedet. Aber Bronze, das glänzt natürlich auch sehr schön. So, endlich wieder zu Hause, nach einem wirklich langen Tag für mich. Ich habe überlegt, was kann man denn überhaupt so für Bruchstücke von den Kelten erzählen, das noch einigermaßen Sinn macht. Von den Kelten zu erzählen, das geht halt gar nicht so richtig, weil die Kelten, das benutzen wir als Sammelbegriff für ganz verschiedene Kulturen, die eben im ersten vorchristlichen Jahrtausend über Europa verteilt waren. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass die eine einheitliche Sprache hatten. Das waren eben auch über die Zeit ganz unterschiedliche Kulturräume, die sich da entwickelt haben. Ganz spannend finde ich immer noch, dass es tatsächlich trotz dieser Verschiedenheit einen Handel quer durch Europa auch damals schon gab, wo nämlich Zinn von England nach Italien bis nach Griechenland, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter transportiert wurde und Wein dafür von Griechenland bis in unsere Breiten kam, auch damals schon. Das finde ich auch noch ganz spannend. Also über Kelten kann man sich wirklich viel beschäftigen. Ich lade euch ein, macht es. Das war Kurzgeschichte für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, teilt dieses Video, liked es und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!